Ich glaube, er schließt die hier nicht ein, genau. Und ich hätte da... Moment. Da, ich hätte da eh noch was bauen müssen. Fahrrad wird unrentabel. Das glaube ich mittlerweile. Mit 630 Fahrrädern nur noch $8.190 an Einnahmen. 29.000 noch bei den Lokomotiven, 27.000 bei den Motorrädern, Autos sind 16. Ja, der Listenpreis natürlich, der fällt jetzt. Ist klar. Ja, bei den Motorrädern, da weiß ich gar nicht, ob er gesunken ist. Und bei den Autos ist eine gute Frage. Aber wir können noch Autos bauen. Denn noch ist nicht aller Tage Abend. Wir haben noch eine Menge Platz. Wirklich eine Menge. Und theoretisch müssten wir das gar nicht so dicht beieinander bauen. Aber nun ja. Die Sachen, also meine Vorräte, Rohstoffe, wie auch immer, reichen immer noch aus. Das ist sehr schön. Jetzt muss ich mal gucken, meine Linsen. 38, das war mal auf 40, das weiß ich. Warte mal, Moment. Statistik, wo sind die Linsen? Da sind optische Geräte. Oh, eine Kleinigkeit von 12.000 springen die ein. Mit nur 4 Fabriken, das ist... Wow. Wieso bauen wir nicht noch eine? Motorräder finden auch reißenden Absatz, deswegen können wir da auch noch eine Fabrik bauen. Und machen noch mehr Kohle und wir knacken gerade die 100.000. Natürlich ist jetzt gleich wieder die Abrechnung und dann sind wir wieder drunter, aber das ist egal. Gut, speichern wir noch einmal das Spiel. Speichern, ja. Weiterspielen. Und, ja, es wird wir müssen unbedingt auch an diesem Motorradrennen teilnehmen. General Productions heimst einen Rennsieg nach dem anderen ein und ist inzwischen sogar Marktführer geworden. Das geht natürlich nicht. Ich brauche mehr Reifen. Sekunde. Da haben sie doch 25 Kohle, 25 Kautschuk. Also da... passt alles soweit. Und dann... ja, noch ein bisschen Kohle. Klar, braucht man immer ein bisschen. Ach, jetzt sogar noch mehr. Ach, stimmt ja, ich habe ja so ewig viel Neues gebaut. Und eigentlich der... ach, das dauert noch einen Moment, okay. Wie wär's mit noch einer Schule? Die ist doch so groß wie ein... genau. Das sollte hier nochmal die Wohnqualität erhöhen und damit den Gebäudeausbau ein wenig beschleunigen. Hoffe ich doch zumindest mal. Ja, ich hoffe es zumindest mal. Gut, dann nochmal speichern. Und wir kümmern uns dann wohl mal um den Otto-Motor. Hier sind die Einzelteile, die wir exakt nach dem Plan von Otto gefertigt haben. Ich habe hier den Bauplan für den Zusammenbau des Motors vor mir. Wollen wir loslegen? Ja, wollen wir. Klicke die Einzelteile in der Reihenfolge ihrer Nennung an und baut sie auf der Skizze zusammen. Gut, der Zylinder ist nicht besonders schwer. Das ist das große Ding in der Mitte. Nun der Kolben, ein zylindrischer Gegenstand, die Pleuelstange hatten wir schon mal, das ist ein, ja, Stab mit Querstange dran, eine Zündkerze, die sieht aus wie eine Zündkerze oder eine, was ist das, von dem Weihnachts, von Lichterkettenkette, so, Lichterkettenlicht, so rum, so sieht das aus, ein Ein- und Auslassventil. Das sind zwei Stück. Wir haben nur eine Sache, die doppelt da vorhanden ist. Und eine Kurbelwelle. Nun ja, und damit wäre das Ganze fertig. Fantastisch, der Motor läuft. Wir sollten ihn schnellstens gemeinsam mit Otto zum Patent anmelden. Ich werde gleich damit beginnen, die Patentschrift zu verfassen. So. Oh. Ich habe wieder unter die 100.000 gefallen. Was ist denn jetzt los? Hier oben noch eine? Moment.
Nochmal Spiel speichern, bevor ich da irgendwelchen Mist baue. Ganz wichtig. Das Patentamt empfiehlt eine ausführliche Darstellung unserer Erfindungen. Besonders auf die Beschleunigungswerte des Kolbens wird Wert gelegt. Der Kolben hat 10 cm Hub und bewegt sich 50 Mal pro Sekunde auf und ab. Kannst du die mittlere Beschleunigung des Kolbens zwischen dem Todpunkt und der Mitte berechnen? Dann füge ich das in die Patentschrift ein. Ach, das war eine Rechnung. Uiuiui, bis ich da drauf kam. Nach dem Weg, zeitgesetzt wird der Zusammenhang mit der Formel beschrieben. Strecke, Beschleunigung. Aber da ist die Beschleunigung schon drin. Da haben wir doch schon das, was wir brauchen. A ist die Beschleunigung. Und wir haben die Formel für A gegeben. Die Formel für A ist 2s durch t Quadrat. Ich hoffe mal, das ist die richtige. Ansonsten müssten wir noch mit s ist gleich 1/2 a mal t Quadrat rechnen. Das sollten wir aber hinbekommen. So, der Hub ist 10 cm. A ist gleich Meter pro Sekunde. Oh Mann, da muss ich nochmal zurückgehen. Da haben wir... Also der Kolben hat 10 cm Hub. 10 cm. 50 U pro Sekunde. Also Umdrehung pro Sekunde. Nein, bewegt sich 50 Mal pro Sekunde auf und ab. Also sind 25 U pro Sekunde und 50 auf und ab. Ist auf und ab jetzt? Nee, 50 Mal auf und ab bedeutet ja hoch und runter ist eine Umdrehung. Okay. Dann Meter pro Sekunde Quadrat. A. Ja. Zweimal S. Aber was ist S? Pro Sekunde Quadrat. Moment. Pro Sekunde. Gut, 50 Mal dreht er sich rum. Und er hat 10 cm. Also hoch und runter sind 20 mal 50 sind 100 Zentimeter. 1 Meter pro Sekunde Quadrat kann ja nicht sein. Strecke sind 100 Zentimeter. 2 mal 100, also 2 mal S durch... Ups, da habe ich einen Fehler gemacht. Okay. 2 mal S, also 100 durch T... eine Sekunde ist zum Quadrat ergibt 200 Meter pro Sekunde. Nachbessern, ja, das klingt gut. Das war nämlich falsch. Ich bin nicht Adam Riese, was ein Spruch ist, wer den kennt, aber bei 10 cm Hub legt der Kolben am Todpunkt bis zur Mitte eine Strecke von 5 cm zurück. 50 Mal pro Sekunde bewegt er sich auf und ab. Mit 50 mal 20 cm kann man die durchschnittliche Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde berechnen. 100 Meter pro Sekunde. Ah, da war was. 100 Meter pro Sekunde. Ja, genau. Dann würde ich die Zeit ausrechnen, die der Kolben für 5 cm bis zur Mitte braucht. Wenn man dann die Formel für Beschleunigung nimmt, S ist gleich 1/2 a
mal T Quadrat sind nach A umformt. Ich glaube, dann hat man es. 100 Meter pro Sekunde. Nee, Zentimeter. Da war 100 Zentimeter pro Sekunde. 1 Meter pro Sekunde. Warte, Moment. Was braucht er dann für... Moment. 100 Zentimeter pro Sekunde. 100 durch 25, also... Ich bin gerade stark verwirrt. T Quadrat Meter pro Sekunde. Durch 100 Zentimeter pro Sekunde durch 5 Zentimeter sind 20 Sekunden. T Quadrat. Ich probiere es einfach mal mit dem Umformen. S ist gleich 1/2 A mal T Quadrat. Umgeformt wäre das dann S durch 1/2 T Quadrat. Was wäre mit S ist die Strecke gemeint? Das sind 5 cm durch 1/2 20 zum Quadrat. Was keinen Sinn ergibt, aber ich probiere es mal. Also, momentan ergibt es noch keinen Sinn. 5 durch 1/2 mal 20 ist 0,5. 0,5 Meter pro Sekunde. Das ist aber auch falsch. Irgendwo hatte ich was. Irgendwo. Ich habe das mal ausgerechnet. Ich gebe jetzt mal irgendwas ein. Vielleicht bekomme ich dann. Nein, ich durch bekomme keine Lösung. Bei der Motorenentwicklung sind wir technologisch. Ach ja, ach das ja. Schlägt sich. Spielladen. Irgendwo hatte ich aber mal das richtige Ergebnis gefunden. Da haben wir es doch. Mein Vorschlag für das weitere Vorgehen. Warte mal, hier. 20 cm fragt sich möglich, weshalb nun haben wir die gesamte Strecke. Diese kommt in einer Sekunde zurück, den haben wir durch die durchschnittliche Geschwindigkeit berechnen. Meter pro Sekunde, ja. 1 Meter pro Sekunde. Wir rechnen aus, wie lange der Kolben braucht, um die 5 cm vom Totpunkt zur Mitte zurückzulegen. Dann bekommen wir den Wert T. Moment, 1 Meter pro Sekunde mal 0,05. 1 mal 0,05, das ist 0,05, 1/20. 1/20, damit könnte man rechnen. Moment. Wenn ich die Formel von gerade eben nehme und anstatt 20 1/20 eingebe, kommen wir auf 200 und das ergibt auch noch nichts Gescheites. Ein Meter so pro Sekunde. Wie lang dauert es dann, 5 cm zurückzulegen? 1/20 einer Sekunde. 2 mal... Wie wär's mit der anderen Formel? 2 mal 1/20 einer Sekunde? Nee. Moment, 2 mal 0,05 mal, nee, mal, durch
ein Zwanzigstel. Natürlich dann in Klammern, damit das auch greift für den Taschenrechner. Zum Quadrat. Dann kommen wir auf 40. Kann das sein? 40 Meter pro Sekunde? Nein. Also ich melde mich dann mal wieder, wenn ich es habe.